Also, wir haben ja gesehen, wie diese PET, diese Kunststoffflaschen mit Sprudelwasser gefüllt wurden und wie gerne ich dieses Sprudelwasser getrunken habe. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn alle Flaschen ausgetrunken sind? Ist das dann Müll? Werden die weggeworfen oder was passiert damit? Nein, auch die kann man wiederverwenden, genau wie Glasflaschen. 20 bis 25 Mal, aber es ist doch ein bisschen anders. Als erstes kommen die leeren Flaschen auf so ein Fließband. Haben wir auch schon öfter mal gesehen, so ein Fließband. Als zweites werden die Deckel abgeschraubt. Natürlich nicht mit der Hand, so wie wir das machen. Das Deckel abschrauben macht eine Maschine rasend schnell und so sieht das aus. Als drittes hat die Flasche ja so ein Etikett. Das muss ab. Das wird aufgeschnitten, natürlich nicht so, wie wir das machen und so ungeschickt. Und das aufgeschnittene Etikett wird dann von dem Staubsauger weggesaugt. Auch das geht natürlich maschinell. Mehr sieht man nicht davon. Aber man kann sehen, wie die Etiketten verschwinden. Halt, jetzt kommt noch was Besonderes. In diese Flasche darf nur Mineralwasser rein. Aber manche Leute benutzen die zu was anderem. Die füllen zum Beispiel Blaubeersaft rein oder Waldmeisterbrause oder aber auch Himbeersaft, dann ist es rot. Und das darf nicht sein, wenn man die Flaschen mit Wasser wieder befüllen will. Aber wie kriegt man raus, was mit der Flasche passiert ist? Ganz einfach, wenn die leere Flasche in die Fabrik kommt, kommt unten ein bisschen Wasser rein. Das löst die Geruchs- und Geschmacksstoffe und die kann man riechen. Also wir als Menschen können da mit der Nase dran riechen, aber in der Fabrik, wie riecht man da? Da wird ein Röhrchen in die Flasche gesenkt. Und dieses Wasser in der Flasche löst die Aromastoffe und dieses Röhrchen nimmt eine winzige Gasprobe. Und damit geht sie zwischen ein Licht und ein Lichtmessgerät. Das ist das Lichtmessgerät und die Lampe ist links, ist ja klar. Und das Lichtmessgerät reagiert, wenn wir zum Beispiel mit der Hand dazwischen fahren, sieht man, dass der Zeiger zappelt. Und was jetzt in der Fabrik passiert, das probieren wir mal mit Folien. Also, wenn Wasser drin wäre, dann ist es klar, dann ist das so ein Wert von 640. Wäre da jetzt Waldmeister drin gewesen, so mit Grün, dann wäre das so ein Wert von, sagen wir, 480. Oder wenn Erdbeersaft drin gewesen wäre, dann ist das so ein Wert von, sagen wir, 170. Und wenn zum Beispiel Blaubeersaft drin gewesen wäre, dann wäre das nur 80. Also, ganz unterschiedliche Werte kommen daraus und alle Flaschen, die nicht den ganz normalen Wert von 640 haben, die werden nach dieser Probe einfach rausgeschmissen. Die werden nicht wiederverwertet. Nun gibt es aber auch Sachen, die nicht riechen, die aber trotzdem nicht in die Flasche gehören. Zum Beispiel Sand. Und deswegen kommt die Flasche nochmal vor eine Lichtprobe. Wenn da nichts drin ist, lässt das Licht durch. Wenn was drin ist, wird das Licht gebremst und die Flasche fliegt raus. In der Fabrik passiert das natürlich nicht so, wie wir das mit der Hand machen. In der Fabrik sieht man eigentlich nur den Lichtstrahl, aber nur dann, wenn keine Flaschen drauf sind. Wenn die Flaschen drauf sind, dann sieht man es eigentlich nur noch ein bisschen blitzen. Und nach dieser ganzen Prüferei mit Riechen und Sand drin oder sonst was, ist alles, was nicht dahin gehört, rausgeflogen. Die anderen, die guten, gehen weiter zur Weiterverarbeitung. Diese ganzen Arbeiten sind typisch für eine Kunststoffflasche, für eine PET-Flasche. Bei Glas braucht man das nicht. Denn eine Glasflasche ist innen komplett glatt. Da können sich keine Geruchs- und Geschmacksstoffe festsetzen, deswegen braucht man die auch nicht rauszuriechen oder rauszuschnüffeln. Außerdem kann man eine Glasflasche sehr heiß spülen, das kann man mit einer Kunststoffflasche nicht, da ist die ein Sensibelchen. Also beide Flaschen haben ihre Vor- und Nachteile. Eine Kunststoffflasche ist sehr viel leichter als eine Glasflasche. Und eine Kunststoffflasche geht auch nicht so leicht kaputt. Also bekommt jeder das, was er gerne haben möchte. Danach kommen alle Flaschen, alle Kunststoffflaschen jetzt in solche Häuschen und gehen in eine Spülmaschine. Die anderen stehen in Reihe und Glied davor und warten darauf, dass sie eingefädelt werden. Und diese Waschmaschine für Kunststoffflaschen, kann man auch nicht so viel drin sehen. Da sieht man nur, da wird gerade so eine Seifenlauge reingespritzt. Die Flaschen hängen natürlich so, dass das Loch nach unten ist, also die Öffnung, damit man mit der Flüssigkeit reinkommt, ist ja klar. Und so sieht die ganze Maschine aus. Und wenn die Spülerei zu Ende ist, dann kommen sie hinten sauber wieder raus. Und dann können sie danach neu befüllt werden. Halt können sie noch gar nicht, damit nur wirklich nichts schief geht, gibt es noch eine besondere Kontrolle, nochmal ein Stroboskoplicht, ob auch nur wirklich alles in Ordnung ist. Und erst danach kommen sie wieder auf ein Karussell, werden wieder mit Sprudelwasser gefüllt, haben wir ja schon mal gesehen. Und natürlich kommt auch beim zweiten Mal wieder ein Deckel drauf, damit auch diesmal das Sprudelwasser nicht wieder rauskommt. Und damit man auch diesmal weiß, dass wieder Sprudelwasser drin ist, kommt wieder das Etikett drumherum.
Und danach trinke ich wieder ganz besonders gerne Sprudelwasser.